Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factor Space zu einer neuen Folge. Und wir spielen heute mal wieder mit der Ghost im Frontline-Modus. Und ja, warum machen wir das ganz einfach? Es gab ja ein Update und da hat man sich gefragt, also da habe ich mich eigentlich nur gefragt, ob nun nach dem Update immer noch die diese Taktik mit der Ghost funktioniert. Die kann sich ja so unsichtbar machen. Und komm, sag schnell. Man konnte ja vor dem Update die Detective Boys oder wie auch immer die heißen, zerstören. Um zu verhindern, dass man gefunden wird. Das kann man ja nach dem Update nicht mehr. Und deswegen wollte ich das herausfinden, ob man immer noch diese Technik gut einsetzen kann. Ja, für die Leute, die sich jetzt fragen, ich habe es schon ausprobiert. Es geht immer noch. Ich habe übrigens noch ein paar andere Sachen über die Ghost herausgefunden, nämlich wenn ich die Cloak im Stehen benutze, dann lädt sich das auf. Also nur wenn ich mich bewege, reduziert es sich. Was auch ganz nett zu wissen ist. Und ja, die Combo an sich, ich verrate es jetzt schon mal, die Combo an sich funktioniert immer noch. Sie hat nur jetzt ein Problem, sie ist deutlich schwieriger. Da jetzt mittlerweile die Schiffe deutlich öfter kommen und die KI ist jetzt leider auch nicht mehr so bekloppt wie vorher. Also, sie sind tatsächlich mittlerweile auch in der Lage, sich zum Beispiel nicht immer von dort, wie man es normalerweise gekannt ist, sich hin zu teleportieren, sondern sie können tatsächlich auch von nun aus, wer hat es erwartet, sie können sich nun von dort aus hierhin bewegen. Das ist jetzt, naja, etwas störend, weil jetzt sehen die mich sofort. Dazu kommt jetzt noch, dass sie, komm. Nein, scheiße. Seht ihr? Was habe ich gesagt? Schon werden wir angegriffen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, toll. Ich sagte doch, die Combo funktioniert mehr oder weniger. Ah, toll. Ja, da kam der direkt sofort. Was ja nicht so toll ist. Okay. Ja, also seid euch versichert, die Combo funktioniert eigentlich noch. Eigentlich, wenn ich nicht so scheiße wäre. Naja. Was soll man machen? Ich habe keine Ahnung. Dann einfach wieder reinspringen und dann, Gladiator, bleibst du etwa hier oder springst du auch? Ah, du springst doch. Okay, so. Wir gehen hier direkt erstmal an die Cloak. Und wir gehen auf jeden Fall auf die Utility. Damit meines Wissens sich der Cooldown davon doch verringert. Ach, wir probieren es gleich mal aus. Ich bin mir da nämlich immer noch nicht so ganz sicher. Und naja, müsste man mal schauen. Immer noch Schiss, dass ich gleich von denen da finden sollten die mich ja nicht. Halt mal kurz an, damit sich hier das Teil wieder aufladen kann. Wäre ja scheiße, wenn es da irgendwann mal leer ist. Oh Gott, die haben eine Leviathan. Menno. Das brauchen wir doch nun wirklich nicht. Jetzt fliegen wir da ganz, ganz heimlich hin. Also wie schon gesagt, die Technik funktioniert immer noch, aber muss jetzt deutlich besser vorangehen. Man kann jetzt nicht mehr einfach so hier tüdelü einfliegen und sich dann verpissen. Das funktioniert leider nicht mehr. Wie wir merken, es war irgendwas mit 8 Sekunden oder so, ne? Okay. Wir müssen nicht aufpassen, ich hab Angst. Kommen die etwa? Ja. Es passiert genau das, was ich meinte. Jetzt ziehen wir mal eine Ghost. Auch wenn, ich sollte die eher platzieren, wenn die mich irgendwie versuchen, mit so einem Sperrfeuer oder so zu finden. Aber okay, so, ihr seht schon, ne, wie ich schon sagte, sie teleportieren sich jetzt nicht mehr immer nur, sondern sie kommen tatsächlich auch von der Seite aus. Und es kommen jetzt auch tatsächlich auch mehrere. Also es ist schwieriger geworden.
Aber nicht mehr ganz unmöglich. Und ja. Ich finde es eigentlich ganz gut gemacht von denen. Ich finde das Update eigentlich ganz gut. Die Technik funktioniert immer noch. Man braucht dafür aber jetzt nur noch etwas mehr Skill. Und das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Also klar, die Technik ist immer noch verdammt feige, aber es ist eine Taktik. Es ist eine Taktik. So, wir fliegen den jetzt näher ran, als es ihnen lieb ist. Okay, wir fliegen jetzt ganz klammheimlich wieder hier hin. Sorgen wir dafür, dass wir nie gefunden. Ja, okay, wir müssen jetzt hier aber auch nur arschmäßig aufpassen, dass wir jetzt hier nicht aus Versehen. Okay, die sind jetzt beschäftigt. Ja, die sind beschäftigt. Die sind beschäftigt. Dann können wir hier rein. Hallöchen, ich bin wieder da. Habe ich gesagt, die sind beschäftigt? Ja, sind sie. Nein, sind sie nicht mehr. Scheiße. Scheiße, komm. Verpiss dich. So, den platzieren wir da vorne und dann verpissen wir uns wieder. Muss mir irgendwann mal so eine andere Boje kaufen. Also so eine andere Decoy. Nämlich gibt es da noch so eine dritte Decoy oder so. Dann sieht das Schiff so aus, als würde es sich gerade wegteleportieren. Ich glaube, das wäre dann um einiges realistischer. Als wenn das Schiff dann da einfach nur so wie der letzte. Döp, döp, döp. Komm, lass uns mal dahin fliegen. Komm, will ich dahin fliegen? Schon verpisst es sich, ne? Ich will ja jetzt nichts behaupten, aber. Ah, okay, die gehen schon zurück. Die gehen schon zurück, das freut mich. Ghost, Ghost, Ghost. Reaper meine ich, Reaper. Geh einfach. Geh. Geh einfach. Schon gehen die Alarmglocken an. Mann, ich kann hier nicht mehr in Ruhe. Eine Black Widow. Wir haben eine Black Widow im Team. Ich hätte die auch so gerne, das Schiff. Na egal, viel fehlt mir nicht mehr. Dann kann ich mir die Black Widow auch kaufen. Und das ist jetzt ganz einfach. Wir fliegen jetzt hier rein. Die ist ja jetzt eh gerade beschäftigt. Und da wir jetzt eh den Zoom verloren haben, können wir jetzt hier auch genauso gut reinpreschen. Na, kein einziger hat getroffen. Egal. Oh, Hoppla, die habe ich ganz übersehen. Hallo, ich bin nicht da, mein Freund. Der hat mich wirklich nicht bemerkt, ne? Der hat mich wirklich nicht bemerkt. Wie blöd bist denn du? Ja, komm, hör auf rumzuheulen. Ich meine, uns geht's hier momentan richtig gut. Wir haben. Oh, Sudden Death. Sudden Death, Sudden Death, Sudden Death. Okay. Müssen wir geschickt vorangehen. Gerade wir jetzt als Ghost können sehr viel verändern. Sudden Death, ich will nicht im Sudden Death kämpfen. Wo müssen wir hin? Er kann am meisten Support gebrauchen. Okay, wir warten einfach. Wir verstecken uns jetzt einfach hinter dem. Und wenn der dann geschwächt genug ist, dass wir den eventuell one-hitten können oder so. Also ich will den jetzt nicht den Kill klauen, aber die Ghost halt eben, sollte sie angegriffen werden, können wir wenig ausrichten und im Sudden Death. Warte, wir fliegen nach da hinten. Aber schaut euch das. Warte, wo hinten? Da hinten. Ja, das sieht scheiße aus für den. Nein, nein, nein. Boah, was knapp. Den kannst du doch noch besiegen, oder? Schaffst du es? Ja, er hat's geschafft. Und den greifen wir jetzt mal an. Müssen nur aufpassen mit der Energie. Oh, scheiße.
Wollen wir den angreifen? Wollen wir den wirklich angreifen? Ja, wir wollen den angreifen. So. Dann können wir unseren Target Blink machen? Ja, können wir. Nice, es macht 800 Schaden gedrückt. Okay, nett. Okay, damit haben wir wenigstens noch den Sudden Death geschafft. Auch wenn es eigentlich gar nicht erst zum Sudden Death kommen sollte. Naja, aber auch egal. Damit, ciao bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.